Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Diesmal mitten aus Malle. Ich bin mitten in Il Arenal. Wie geil ist das denn? Bis gleich. Es ist 10:30. Um 10:30 geht hier normalerweise keiner joggen. Wir sind ja alle noch am Ausnüchtern. Aber ich laufe mal zwischendurch. Mal gucken, was wir so sagen. Sind wahrscheinlich noch alle besoffen. Oder wieder. Oder sind auf dem besten Weg dahin. Mal schauen, was passiert. Ich laufe jetzt erstmal Richtung Hafen und später über die Schinkenstraße. Ich laufe hier gerade am Hafen entlang. Kommt gleich irgendein Strand. Mal gucken, ob ich da lang kann. Ah, siehst du, ich muss ausweichen. Da geht es nur im Sand weiter. Okay, muss ich drehen. Und jetzt laufe ich wieder zurück Richtung Zentrum, Megapark, Bierkönig. Soll mein Ziel sein. Ich weiß, total bescheuert, das als Laufstrecke zu nehmen. Aber irgendwie ist es doch so, dass nicht jeder Jogger da vorbeikommt. Aber ich mache es. Wenn sich jemand fragen sollte, was mache ich eigentlich auf Malle? Also eigentlich mache ich hier eine Recherchereise. Eine Recherchereise mit Kreisliga-Legende. Die Kreisliga-Legende selbst ist bei mir im Hotel, pennt noch, liegt noch halb besoffen im Kahn. Und nachdem ich das erste Buch Kreisliga-Legende geschrieben habe und das auf der Community von Kreisliga-Fußball das Bier gewinnt, eingeschlagen ist wie eine Bombe, sind wir nach Malle und haben uns überlegt, wir müssen die Recherche betreiben für das zweite Buch Kreisliga-Legende auf Malle. Ja, da ich über Malle nicht so viel weiß, muss ich natürlich herkommen und mir das alles angucken. Der gestrige Tag war schon sehr aufschlussreich. Mal gucken, wie es heute weitergeht. Ah, kurze Impression aus dem Bierkönig. Ja, das war der Bierkönig gestern. Relativ wild. Ich bin mal hier auf den Mittelstreifen ausgewichen, weil einfach zu viele Leute an der Promenade entlang laufen. Aber hier drüben könnt ihr den Strand sehen. Ich zeige euch mal ein bisschen. Die Leute sind schon um jetzt 11 Uhr mittlerweile zu Hunderttausenden unterwegs. Hauptsache Sonne, Hauptsache Bier, Hauptsache Wasser. Also so als Dinges. Mann, oh Mann. Was ein Zeug. Jetzt laufe ich am berühmt-berüchtigten Megapark entlang. Was ein Laden. Guck mal. Riesenteil. Riesenteil. 1 Million Menschen sind da drin immer. Naja. Wer es gut findet, super. Ich muss auch mal rein. Recherche. Logisch. Ich habe mal kurz angehalten. Ihr seht ja im Hintergrund, was hier ist. So, jetzt laufe ich mal ein in die berühmt-berüchtigte Schinkenstraße. Gucken, was hier so los ist. Bestimmt viele Leute noch schon unterwegs. Naja, geht so. Gestern war mehr. Ich zeig's mal andersrum. Ja, so ist das hier. Ganz schön laut. Ganz schön laut hier auf der Schinkenstraße. Jetzt bin ich auf der Rückseite der Promenade. Das heißt auf der Rückseite vom Oberbayern und vom Megapark. Da hinten sieht man ihn. Ja. Hier kann es auch leise sein. Beziehungsweise normale Lautstärke. Ist auch nicht schlecht. Ich laufe jetzt hier auf der Rückseite weiter, weil hier ein bisschen mehr schattig ist. Eine Bullenhitze. Ich würde mal sagen,
4 Millionen Grad gefühlt. Und der Megapark von hinten ist auch ganz schön kolossal. Oh, was ein Bunker. Naja. Ich guck mir das mal einmal an. Jetzt bin ich auf der Suche nach meinem Hotel. Ich find's nett. Irgend so eine dusselige Nebenstraße muss das sein. Fahren mir die Autos entgegen. Naja, die können wir warten. Oder ich weiß nicht. Egal. Ich bin jetzt gleich beim Hotel. Hoffentlich. Ich bin am Ende. Ich mag nicht mehr. Es reicht heute. Ist zu heiß. 8 Kilometer habe ich ja schon. Ich hab's gefunden. Da vorne ist mein Hotel. Egal. So 8,2 Kilometer, 200 Meter Umweg gemacht. Egal. Gelaufen. Check. Auf Malle. Check. Und durch die pralle Sonne. Doppelcheck. Reicht für heute. Mal gucken, vielleicht mache ich morgen wieder einen neuen Sportblock. Cheerio mit Sophie.